Hallo und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Master Duel mit Neuvertragsuniversum gegen. Den Kreaturen des Aktuums. Wie ich sagte, sind bei beiden Decks von oben betrachtet. Als nächstes bei Neuvertragsuniversum. Naja. Bist du wieder weiter auf dem Mikro? Nein, ich bin voll leise. Okay. Hier sind Decknamen in deiner Liste, die habe ich echt noch nie gehört. Was denn? Entscheidungsschlacht von Golgonda und fantastisches Theater. Keine Ahnung, wo das gewesen sein soll. Das Theaterdeck hast du doch gestern angeschaut, oder nicht? Nein, Dass du das deine war Decks anderes. natürlich gegangen bist. Nein. Da war definitiv das Theaterdeck dabei, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Nein, das war nicht Oder. fantastisches Theater, das war. Oder, ne, warte, du hast Attraktionen. Stimmt, das ist glaube ich nicht Das waren mehr dasselbe. Attraktionen. Oh, ich bin dran, sag das noch. Ich dachte, das merkst du. Permanenter Zauber. Nein, es war. Ich habe die Liste auf dem gleichen Bildschirm im Moment. Ach, gleich Milch. Du bist ja einer. Los, Doggo. Uff. Der Doggo. Brauche zwingend einen Kobold. Ja, da ist Und einer. ja. Ich habe aber keine Fusion. Okay, das ist. Der kommt nicht über den Doggo drüber. Okay, spielen wir das hier und. Ja, ist doch Das geht egal. jetzt gar nicht schlecht. Ja, du wirst es schon überleben. Ich meine, du bist so oder so eine OTK-Maschine, auch wenn ich ein Monster 16 kriegst, ist es wahrscheinlich weg, ohne dass das dir wehtut. Okay. Du ziehst wirklich keine Fusion, wie es aussieht. Ich habe einen Plan B, falls ich nächste Runde immer noch keine ziehe. Vorausgesetzt, meine beiden Monster beleben. Okay, wir machen es über Umwege. Was über Umwege? Du willst mir sagen, du kannst es machen. Ja. Ist mir gerade eingefallen. Ich kann Schreckenspelz-Fusion abwerfen. Oh wow, da. Oh mein Gott. Naja, was soll's. Und dann benutze ich diesen Trick hier. Die sind im anderen Kuscheltierdeck nicht. Und verbanne Schreckenspelz-Fusion. Um zu fusen. You understand? Okay, ich bin Not verwirrt. if you Aber hättest du understand. Schreckensfelsfusion nicht einfach so auch aktivieren können? Oder ging es jetzt einfach nur darum, dass du noch den Effekt vom Spielzeugspender benutzt? Bin sehr Ich konnte verwirrt. Schreckensfelsfusion nicht aktivieren, weil ich kein Kobold auf dem Spielfeld habe, aber gut, den hätte ich jetzt spielen können. So betrachtet, nicht ganz verkehrt. Möglichst viele Monster. Wie fällt. Drauf. Warte, wie funktioniert deine Karte? Keine Ahnung, Mann. Also darfst du es von der Hand fusionieren und Schreckensfelsfusion hätte das nicht dürfen. Richtig, Schreckensfelsfusion hätte nur Spielfeld oder Kannst Friedhof. Aber ich eine. hätte den Kobold ja spielen können statt ein zweites Kuscheltier. Also, so betrachtet hätte ich letzte Runde schon. Ach so, du kannst quasi eine Aber. Fusionskarte verbannen und dann führst du quasi einen normalen Polymerisationseffekt aus und nicht. Also, mein Das Vorteil Prinzip. jetzt ist schlichtweg, dass ich halt drei Monster auf dem Es Feld habe. muss halt Schreckenspelz sein, okay. Und was witzig ist, der Pinguin hat mich ja jetzt zwei Karten ziehen lassen. Und die war dabei. Schön. Jep, dachte ich mir gerade auch. Das dürfte ein OTK werden. Ja, gut. Ja, schon. Zählt. Dann will jetzt nicht irgendwie. Keine Ahnung. Der greift an, du kassierst 1000.
Der greift an. Der greift nochmal an. Oh, das. Ich brauche die anderen beiden gar nicht. Wann hast du so viele Lebenspunkte verloren? Hä, du hast mich doch im letzten Zug schon mit den Beinen angegriffen. Oh, richtig. Okay. Weißt du, du brauchst im Endeffekt Utopia mit Rangsteigerung und dann spammst du dich zu. Das mit ist halt das Optimale. Ja. Und wahrscheinlich kannst du dich trotzdem nicht dagegen wehren, dass ich dich einfach auf den Friedhof lege. Außer ich kann dich nicht auswählen. Ja, das. Ich brauche Targeting Protection definitiv. Ja. Aber in meinem Deck ist, glaube ich, auch Raikiki drin gewesen wieder, oder? Also brauche ich auch Zerstörungseffekt. Ich brauche einfach alles. Ja, also, wenn ich das hier nach dem. Oh, das ist ja wieder eine ganz tolle Hand. Meine ist okay. Die Karte habe ich, glaube ich, noch nie aktiviert, oder? Ja, doch, einmal habe ich die mal aktiviert. Ich erinnere mich daran, dass ich mal bis 10 runtergegangen bin. Ich glaube, das war nicht relevant eigentlich. Jetzt der Karten. Go! Okay, schade. Das wirfst du dann wieder ab. Ja, aber ich habe den hier auch abgeworfen. Ja, genau. Patch. Und du dünnst dein Deck aus, dass es auf jeden Fall auch Sinn ergibt. Es geht mir nur um die Fusion, die ich hier kriege. Ah, noch ein Captain Kobold kann auch nicht schaden. Den darf ich diese Runde aber nicht fusionieren, sonst wäre ich sein Effekt. Ja, das heißt. Okay, nein, ich mache alles nächste Runde. Oder du machst es in meinem Kopf. Du kommst nicht an meine Hand ran. Nein, ich habe keinen Sinn. Gut. Ich gehe davon aus, dass du nicht an meine Hand rankommst. Okay, das ist eine sehr gute Karte, aber ich glaube, mir reicht das nicht. Wen lege ich zurück ins Deck? Irgendwie die zurück ins Deck. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich die benutze, ist eh so gering. Ja, genau, ich kann jetzt eine von denen holen. Aber die alleine reichen ja nicht. Das ist irgendwie der Stiesel. Was ist denn die höchste Menge an Attack, die ich hier kriegen kann? Das da. Na gut. Schade. Schade. Okay, wenn du meinst. Hält dich das einfach auf? Naja, nein, aber es stört. Nice. Ist bei dir bei Discord eigentlich auch bei dem Hörer-Button einfach so ein Stern, der die ganze Zeit rumleuchtet? Nein. Und das Soundboard hat auch irgendwie ein Symbol hier die ganze Zeit. Ja, vielleicht wollen sie dir neue Features zeigen. Okay, scheinbar war das der Grund. Weil jetzt ist es weg, was ich drauf gedrückt habe. Gut. Wenn ich die ganze Zeit rumblinken.
geht da zweimal im Zug. Nice. Ja, da steht nicht da, dass du nur einen von beiden einmal pro Spielzeug aktivieren darfst oder so. Wenn ich das richtig sehe, ist der Friedhof-Effekt sogar gar nicht einmal pro Spielzug, also den könntest du sogar konstant machen, wenn du irgendwie immer wieder reinkriegst. Oh shit. Was? Lesen sollen. Was? Das war jetzt ein bisschen wasted. Krieg ich noch nicht zurück. Ja, mache Monster brauchen halt auch bestimmte Monster. Ich dachte, du kennst das Dirk. Okay, ich habe eh genug. Was soll's? Weil ich die Fabrik nicht benutze. Da wird fabriziert. Du hast den 9.12. nicht eingestellt, weil die Parts vorbei sind, oder? Ah, ja. Okay, das heißt, das Duell von eben ist der 9. Und das hier ist dann der 11. Dann brauchen wir eins für den 12., falls das nicht Celeste ist, ich weiß es nicht. Spielzeugspender. So, Mist. Wobei, mit der Fabrik kann ich das ja dann nutzen. Okay, du hast einen guten Start, denn ich habe einen schlechten. Da, wenn ich einen Stufe 4 Monster krieg, nein, das ist kein Stufe 4 Monster. Ja, komm. Das macht nicht mal. Ja, mach es trotzdem, aber. Okay. 9 Uhr ADG, auf geht's. Da könnte ich was richtig Cooles machen. Scheiße, ich brauche ein anderes Kuscheltier im Friedhof. Okay. Deswegen kann ich Flügel nicht benutzen. Hat schon mit Glück. Joa, scheiße, das ist meine Fabrik gewesen. Ist nur einmal in dem Deck. Okay, YOLO. Okay, der ist stärker. Ja, das ist der Witz. Ich glaube, den habe ich noch nie zum Angreifen benutzt. Aber, komm, das war's. Das ist ein Unterwäldler. Dann zieh doch mal was. Ah, ja, ich zieh gerne, aber. Nein, doppelt oder nix! Darfst noch einer abwerfen, weil es so schön ist. Sure, dann schmeißen wir die ab. Weißt du, die da plus doppelt oder nix? Weißt du, wie viel ATK ich damit hätte bekommen können? Naja. 5000. Und noch mehr, wenn du schon geboostet warst. Also 2500 startet er ja, verdoppelt ist dann 5000, nochmal verdoppelt ist dann 10.000. Das hätte schon ganz schön reingezimmert. Oh, die alleine kann ihn doppelt verdoppeln. Ah ja. Wie die alleine? Also alle beide natürlich. Der Sonnenaufgang hier verdoppelt und doppelt oder nichts verdoppelt. Die verdoppeln beide. Oh ja, den hast du nicht erwähnt, dass du den hast.
die Beine in den Friedhof legen, weil die Beine sauber waren. Oh, achso, nicht gelesen. Ich dachte, du meintest doppelt oder nichts verdoppelt beim ersten Angriff und verdoppelt nochmal beim zweiten Angriff. Nein, ich meinte diese Kombination an Granaten. Okay. Du hast nicht so hohe Defense. In der Regel. 100 oder 1000. Deswegen fand ich es also ein bisschen schade, dass du mit doppelt so nichts weggeworfen hast, weil dadurch ist die Combo komplett weg. Ja, ich habe auch ein paar Karten, die Death haben in dem Deck. Ja, ich sehe es. Schade, ich dachte, es wird ein kurzes Duell. Zieht sich wieder in Länge. Naja, ich werde es jetzt auf jeden Fall etwas verschnellern. Machen wir das jetzt? Weil wahrscheinlich wirst du mein Monster zerstören, bevor das überhaupt relevant wird. Okay, einen Angriff überlebe ich noch, aber nicht mit deinem zweiten Monster zusammen. Komm. So, ja, okay, du hast eigentlich recht, stimmt. Musst du drüber nachdenken. Scheiße. Okay, Spielzeugspender. Doggo! Der bringt dir, glaube ich, was. Was du übersehen hast, ist das Wichtigste. Ich habe den Krug abgeworfen. Der sorgt dafür, dass ich dich diese Runde töten kann. Nun, du kannst es blocken. Das ist ein klitzekleines Problem. Ich sehe es ein. Aber es erlaubt mir, dich anzugreifen und dich dazu zu zwingen, zu blocken. Ach so, ja, okay. Wenn du nicht in der Lage bist, jetzt irgendwas zu... Okay, du kriegst gerade Kobold, du kommst nicht in die Fusion dran, ich sehe schon. Okay, so. Ich hab dich quasi outplayed. Also, naja, nicht ich, aber ich hab gute Karten. Okay, das sind zwei Monster. Du kannst einen Spielzeugspender an deinem Friedhof setzen. Da ist aber keiner. Ach doch, der Krug zählt ja. Lege ein Kuscheltier ja, von deinem Eck auf den Friedhof. Mein Gott, der Delfin rettet mich jetzt sogar noch doppelt. Der hilft mir weiter. Nicht, weil ich den Krug setze, nein, weil ich ein Kuscheltier abwerfe. Okay. Egal welcher, nehme Bär. Denn jetzt kann ich endlich den fucking Flügel, den ich von Anfang an da reingeschmissen habe, aktivieren. Ja, jetzt wird der relevant. Ich hab absolut nichts zum Fusionieren gehabt bisher. Und... Holy shit. Jetzt kommt was, oder? Den ganzen Karten. Ja, du hast jetzt quasi Pech gehabt. Kann man nicht anders sagen. Okay, also die zwei Monster entsorgen dein Material eigentlich ja schon. So dass du dann stirbst beim dritten Angriff. Aber ich habe jetzt das hier gezogen. Und mir eine Katze gepult. Das ist natürlich klar. Also, ich kann jetzt zweimal Fusion recyceln. Und dank dem Kobold. Scheiß drauf, ich mach's einfach so. Gut genug. Ich benutze Tiger. Okay, Tiger. Katze. Katze ist Tiger geworden. Er braucht schon Angriff. Ja, genau. Das alles nur, weil der Delfin mich hat was abwerfen lassen aus dem Deck. So gut. Sonst hätte ich diese Runde nichts geschafft, außer dein Material zu entsorgen. Mein Topf der Trägheit wäre jetzt live. Wäre er. Ja, ich werde wahrscheinlich nicht mehr dazu kommen, ihn zu aktivieren. Ja, das sieht so aus. Denn das dürfte jetzt genug ATK sein. Ich mache jetzt rechte Maustaste, ich habe keinen Bock mehr auf die Effekte. Ja, der Effekt. Ja. Ciao, ciao.
gerade noch was Gescheites gezogen. Okay, gut. Das war dann das dritte, oder? Ja. Gut, bewerten nicht vergessen und ciao. Ciao.